Da ist ein Frosch, den lassen wir in Ruhe. Der lässt uns hoffentlich auch in Ruhe. Auch wenn ich ja versucht wäre, ihn anzugreifen, allein um zu gucken, ob er irgendwas Neues droppt. Aber das sollten wir nicht nachts machen. Oh, noch so ein... Oh, 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 oh. Ja, ja, schon gut. Wir sind ja schon von eurer Insel weg. Lasst uns in Ruhe. So, der Minerhelm ist bei 91%. Also grob über den Daumen gepeilt, hält er 3 Nächte. Das ist doch ordentlich. Ich glaube, vorher waren es auch 2 bis 3. Hm. So, hier ist irgendwo unser Lagerfeuer. Sehr schön. So, wechseln, damit der Minerhelm nicht verbraucht wird. Wo ist er? Da, 86%. Ja, das ist gut. Dann nutzen wir noch die letzten Minuten nochmal, um uns zu rasieren. Zip. Ein. Hm. Wir haben jetzt 3 Barthaare. Wie viel braucht denn für die Statue? 4. Na gut, bis wir da hinten ankommen. Bis wir da hinten ankommen, haben wir bestimmt wieder 9 Bar. Das passt schon. Oh, warum gehst du schon wieder aus? 1, 2. Ich würde eigentlich ganz gerne die Fackel mitnehmen. Nur so für einen Notfall. Wir haben viel zu viel Holz dabei. Pigskin. Wir schmeißen den mal weg. Und setzen den hier auf. Also ja, wir schmeißen ihn nicht weg. Er wird einfach diesem Basislager zugeordnet. Genau wie die Fackel. 48%. Na gut, besser als nichts. Wir wollten noch das Bienennest hier anhauen. Genau wegen euch. Also eigentlich wegen der Honigfarbe, aber ja. Wow, die sind rot, die sind rot. Das ist auch neu. Ah, okay. Oh. Wer hätte ich doch den Bienendingens mitnehmen sollen? Vorher hat er irgendwie fast nichts gebracht, deswegen. Komm schon. Also noch mehr, wofür wir keinen Platz haben, aber den Honig nehme ich mit. Und dafür lassen wir die doofen Samen hier. Also 1, 2, 3, 4 Honig. Diese Dinger lassen wir auch erstmal alle da, auch wenn ich es wahrscheinlich später bereuen werde. So, kommen jetzt nochmal welche raus? Nee. So, wir hätten gern den Honig, den Honig, den Honig und den Honigwabe. Damit wir in unserem neuen Lager auch gleich ein neues Bienennestchen bauen können. So, nicht zu viel Zeit verschwenden. Gleich weiterlaufen. Das Tentakelding scheint ja ganz kräftig zu sein. Müssen wir irgendwann mal genauer studieren. Ja, du hast Hunger. Ist Honig. Der heilt auch gleich schön. 87, 100 voll. Sehr gut. Noch ein bisschen Fleisch hinterher. So. Also ja, wir sollten später mal einen kleinen Test verursachen. Mit den Speer, mit den Tentakel-Spike und mit irgendwelchen Armschweinen. Also wie viel die aushalten. Obwohl ich annehme, dass sie gleich viel Schaden verursachen. Man spart halt nur die Ressourcen, wenn man die Tentakel lootet oder tötet, wie auch immer. Gleich sind wir bei den Eiern und bei den fiesen Tallbirds. Da schnappen wir uns 1, 2 Eier. Ja komm, Pigskin bleibt hier und wir klauen ein paar Eier. Weil vor dem Patch hat jemand angedeutet, dass die Eier noch interessant werden könnten. Das heißt, die sollten wir auch mal mitnehmen und ein bisschen damit rumprobieren. Also, dich hätten wir gerne. Und das Ding, der ist größer als die anderen, kann das sein? Nee, ist nur die Perspektive gewesen. Ey, ey, ja, ja, ja. Oh, da kommen Wölfe. Greif mal die Tollbirds an. Oh, ich glaube, das machen die sogar. Ach, jetzt haben wir ein Ei klauen können, das ist doch albern. Du, versuch mal mich zu treffen. Komm schon, Horn, treff endlich. Au. Der Wolf ist doof, der trifft nicht. Oh, oh. Der trifft eh nie. Was ist denn da los? Also, es ist schon mal schön, dass er die Tollbirds angreift. Warum auch immer. Aber es wäre irgendwie schöner, wenn er auch mal treffen würde. Na gut.
Wir sind die Wölfe los, wir sind einen Tollbüt los. Laufen wir einfach weiter. Wir könnten natürlich auch einfach die Rüstung anziehen und ihn verprügeln. Aber das machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ich will jetzt nicht hier auf der Brücke kämpfen. Also ja, es kann nichts runterfallen, aber wer weiß, was die so alles reinbatschen. Nicht, dass sie jetzt den Rucksack auf den Boden schmeißen, da kommt eine Welle und das war's. Das wäre nicht so. Oh, der ist weg. Sehr schön. Das passt ja. Also, wir sind jetzt hier. Da laufen wir einfach mal schräg durch, um noch ein bisschen aufzudecken. Und hier ist auf jeden Fall schon mal Holz. Das ist gut. Spinnennester. Hier gab es doch Gräber, ne? Ja, da ist schon mal eins. Und da oben sind noch jede Menge. Aber die da oben hatten wir, glaube ich, schon mal angefangen auszuplündern. Auch wenn wir die meisten Sachen davon nicht mitnehmen konnten. Aber das können wir nachholen. So, oh, sehr schön. Hier gibt es ein Schweinedorf. Zwei Inseln weiter. Also ja, das wird definitiv unsere neue Hauptbasis. Wir haben hier die ganzen Yaks für unsere Düngerproduktion, für unsere Farmen. Wir haben Unmengen von Gras für die Forschung und für alles andere. Wir haben auch Stickies hier. Eine Insel weiter die Steine, noch eine Insel weiter die Schweine, die wir dann auch später umsiedeln können. Zwangsumsiedeln können zu unserem neuen Hauptlager. Und hier sind auch eine Menge Häuser. Sehr schön. Ich sehe nur kein Schweinekönig. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt. Und ich denke mal, es kann immer nur ein Schweinekönig pro Karte existieren. Na gut. Trotzdem schon mal eine gute Nachricht, dass die Schweine überhaupt hier sind. Sonst hätten wir die alle von Hand bauen müssen. Das hätte doch recht viele Ressourcen geschluckt. Vor allem braucht man dafür auch die Schweine heute, wovon wir gerade den einen weggeschmissen haben und so viele nicht mehr auf Vorrat hatten, weil wir sie halt für die Helme verbraucht haben. So. Jetzt kommt die nächste Nacht. Die laufen wir aber wieder durch. Wir haben hier nirgendwo ein Basislager aufgeschlagen. Und das könnten wir jetzt auch gar nicht, denn wir haben keine Steine dabei. Und wir haben keine Pickaxe dabei. Ich bin mal wieder echt super vorbereitet, aber das kriegen wir hin. Wir schmeißen unsere ganze Sache erstmal irgendwo auf den Boden, basteln uns eine Pickaxe und dann ist gut. So, du. Und rum. Das Monsterfleisch kann hier bleiben. Nicht essen, nicht... Oh. Das Monsterfleisch zieht keine Lebenspunkte mehr ab. 85. 80. Es zieht nur noch 5 Lebenspunkte ab. Ich glaube, vorher waren das 5, 10 oder so gewesen. Nee. Nicht unbedingt eine Änderung, die mir gefällt. Das macht das Ganze wieder zu einfach. Da könnte man theoretisch durchgehend die Spinnenfarm gehen und dann ist man abgedeckt. Das fände ich nicht so gut. Aber na gut. Pickaxe. So. Klopf, 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 klopf. Wir hätten gerne Steine, die wir durch das Ding da tauschen. Noch mehr Steine, noch mehr Steine. Jetzt kommen nachts die Wölfe. Wollt ihr mich verarschen? Wir brauchen noch 9 Steine. Okay, ich habe die Hand schon auf der 2-Taste, um den Speer in die Hand zu nehmen. Aber so lange lasse ich mich von dem Keuchen im Hintergrund nicht beirren und prügel weiter Steine. Sind wir schon bei 9, fehlt nur noch ein Stein. Du wirst der letzte Stein sein. Jedenfalls fürs Erste. So, und keine Wölfe bisher, sehr schön. Dann laufen wir noch gleich mal weiter. Jetzt kommen sie. Jetzt kommt er. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Laufen wir einfach. Laufen. Hoffentlich kommen dann ein paar Yaks vorbei und die Wölfe werden abgelenkt. Oder Kaninchen. Da schläft ein Kaninchen draußen, macht ihn noch tot. Oh, haben sie. Ja. Da ist ein Yak. Yaks sind bösartig. Beiß da mal aus Versehen rein, dann wird er bestimmt... Okay, ich glaube, wir haben sie verloren. Und ich höre... Wolfsquietschen. Wow, das muss ich mir angucken. Ey, yo. Die Wölfe haben die Yaks mal ein bisschen sauer gemacht.
dann haben die Wölfe gut eins auf den Deckel bekommen. Sehr schön. Also wir haben schon eine Privatarmee hier, falls uns mal irgendwas angreift. Die Yaks beschützen uns. Sehr gut. Das Ganze wird dann noch durch eine Schweinearmee gesichert und dann ist alles gut. Und hier sind überall auch noch Hasen. Das ist echt die perfekte Insel überhaupt. Müssen wir noch gucken, wo genau wir das Lager aufstellen wollen. Miner Cap erstmal wieder weg. So. Und hier gibt es auch noch Steine. Hier gibt es ja echt alles. Genial. Aber ich glaube, hier auf dem Grün bietet sich das an. Allein schon von der Optik her. Und es gibt doch Bäume hier. Es kann auch sein, dass die letzte Insel immer eine perfekte Insel ist. Also wo alles Wichtige an Ressourcen drauf ist. Das wäre ja ganz schick so. Spinnen haben wir auch. Ja komm, wir bauen jetzt genau in der Mitte von der Insel... Nicht ran. Wir bauen jetzt genau in der Mitte von der Insel unser großes Lagerfeuer auf und fangen dann an, nach und nach unsere neue Hauptbasis da aufzustellen. Ja, hier ist okay. Also, Lagerfeuer. Da so hin. Dann brauchen wir ja jede Menge Kisten. Dafür brauchen wir jede Menge Bretter. So, gucken wir mal, ob wir die jetzt ein bisschen besser aufstellen können. Oder anders aufstellen können. Wir hätten gerne eine Kiste. Wie wollen wir das Lager aufbauen? Okay, machen wir hier oben die Reihe mit den Bio-Kisten. So, da können wir die Bio-Sachen schon mal reinpacken. So, alles raus, raus, raus. Honigfarben, das eine Ei. Ja, das war's. Und ein Brett haben wir noch über. Haben Sie die Kosten für die Kiste gesenkt? 3 Bretter. Waren das nicht vorher 4 Bretter? Und haben Bretter nicht 6 Holz gekostet und jetzt nur noch 4? Also haben die das wieder billiger gemacht? Also ich kann nicht sagen, dass mir die Änderungen in letzter Zeit gefallen. Außer die Wölfe, die sind cool. Weil sie gefährlich sind und das Spiel schwer machen. Aber sonst geht so. So, ich glaube... Hier ist ja ein richtiger Wald. Sehr schön. Ich glaube, diesen Wald hier fackeln wir mal ab. Also erstmal brauchen wir noch mehr Bäume. Und dann zünden wir die alle an, um einen richtig schönen Kohlevorrat zu haben, dass wir nicht immer wieder lostingeln müssen. So. Ich kann auch theoretisch ruhig alle 40 hier hinstellen. Denn wir haben ja um diesen Wald herum noch so kleinere andere Bäume, die wir abholzen können, um an neue Tanzer voranzukommen. So, bloß nicht den Weg verbauen. Und bloß nicht aus Versehen Yak anzünden. Obwohl, 2 Yaks könnten wir ruhig anzünden oder 3. Das fällt nicht großartig ins Gewicht. Und wir hätten dann schon mal das gute Fleisch, das wir für die Fleischstatue brauchen. Also ja, vielleicht sollten wir taktisch 1-2 Yaks mal so... Was macht der komische Mensch da? Der baut euch ein Käfig. Auch wenn das nicht mehr wirklich klappt. Wenn das absolut nicht klappt. Das war ja früher richtig einfach. Da konnte man sie so dicht beieinander stellen. Aber ja. Das soll erstmal reichen. An möchte gern Käfig. Hier passt nirgendwo. Nee, komm. Das lassen wir jetzt. Einmal dich. Einmal dich. Und du zündest bitte das an. So. Der wird Feuer fangen. Oder auch nicht, weil Yaks jetzt alle feuerimmun sind. Oh, wir sind nicht feuerimmun. Ja, ja, ja. Wir haben einen Vogel umgebracht. Das war's aber auch. Ah ja, komisch. Also, schön, dass wir jetzt 2-mal Fleisch gefunden haben, aber irgendwie... Wir hatten doch schon mal aus Versehen Feuer gehabt bei uns in der Basis. Und da ist auch ein Yak gestorben, wenn nicht sogar 2. Hm. Na gut. Wir hauen einfach erstmal die Kohle hier. Und das Fleisch. Aber das können wir immer wieder mal so machen.
Jedes Mal, wenn wir Tanzapfen überhaben, einfach hier so einen kleinen Bereich abstecken, wo wir Bäume hinpflanzen. Und das Ganze dann kontrolliert abbrennen lassen. Vor allem brauchen wir die Kohle jetzt ja auch, um neue Töpfe aufzustellen. Und da hätte ich gerne richtig viele Töpfe, also so richtig, richtig viele. Sagen wir mal 10 Stück. So. Und für die Töpfe allein brauchen wir schon 60 Kohle. Ja. Also vielleicht erst nach und nach Töpfe bauen. So, du kommst auch noch mit. Du kommst auch noch mit. So, und jetzt mal zurück zu unserem neuen Basislager. Und das Feuer befeuern. So, hier. 1, 2, 3 müsste reichen. Kohle kommt jetzt immer daneben. Sehr gut. Gras können wir schon mal ausbuddeln. Das soll später woanders hin. In unsere kleinen Grasfarmen. Also alles schön dicht beieinander. So dicht, wie es eben geht. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen Jack angreife. Sonst endlich wieder Wolfstrupp. So, Vogelfallen könnten wir auch gleich neu aufstellen. Die haben sich auch als sehr nützlich erwiesen. Also nicht die richtigen Vogelfallen, sondern diese Fallen, die früher für die Spinnen ganz gut waren. Inzwischen ja nicht mehr. Und er hat Hunger. Ja, dann ist doch was. 1, 2, 3, 4. 89. Haben sie bei den Lebenspunkten was geändert? Er hat jetzt 73. 76. 3 Lebenspunkte für ein Fleisch. Au. Oh. Ich habe was gefunden, was gegen diese Lage als Lager ist. Die Yaks schnarchen. Es geht jetzt die ganze Nacht so. Aber irgendwie niedlich. Na gut. Wir können da Stein kloppen. Mitten in der Nacht. Sehr gut. Ting, 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 ting. Goldnugget, Steine, den Rest sehe ich nicht. Doch da. Also ich glaube, ich bringe die Yaks hier um. Das stört mich doch ein wenig. Das ist fast genauso ein Psychoterror wie die Bienen, die wir mal im Rucksack hatten. Das muss nicht sein. So, das kann erstmal hier bleiben. Kann es auch erstmal hier bleiben. Rüstung nicht unbedingt. Steine werden wir eh neu finden, aber die Bretter können hier bleiben. Ach, die Grassohlen. Also ich werde die Grassohlen jetzt einfach immer in kleinen 10er-Kolonien auf der ganzen Insel verteilen. Ein paar davon nah an uns dran. Wahrscheinlich brauchen wir eh nicht mehr als 2 von diesen kleinen Grüppchen hier. Und das soll doch erstmal reichen. Den Rest buddel ich dann einfach nur aus, damit sich kein Feuer ausbreiten kann. Oder nicht so gut ausbreiten kann. Twiggies haben wir noch. Oh, na gut. Dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge bauen wir weiter unser Lager hier aus. Also bis gleich.